Hallo, wer sich für Kohle- und Kraftwerkstechnik interessiert, der kann ja mal zur alten Mine in Göttelborn gehen. Dort findet man jede Menge interessante Gesteinsformationen und Kohleeinschlüsse. Hier ist zum Beispiel ein Stein, wo man deutlich sieht, dass Kohlenstoff und Steinkohle eingebunden ist. Oder zum Beispiel hier. Ich habe einen Stein und innen drin wunderbare Kohlenstoffformationen. Oder auch hier, man sieht noch die Blätter. Das sind alles Sachen, die könnt ihr jetzt vielleicht mal unternehmen. Oder auch hier, da sieht man schön Äste, versteinerte Äste. Oder auch hier Formationen im Gestein, wo man sehr schön versteinerte Blätter und versteinerte Äste sehen kann und dann auch sehen, wie aus den Ästen hier Steinkohle entstanden ist.